Dualseelen und welches Geschenk in ihnen steckt. Und vorneweg, es ist völlig gleichgültig, welche Schublade der Verstand diesem Prozess seinen Namen gegeben hat, denn im Grunde geht es immer um dasselbe Thema, zu erkennen, wer du wirklich bist. Denn diese Begegnungen geschehen aus einem besonderen Grund. Wie bei allem, was hier geschieht auf diesem Planeten, bei allem, was geschieht, wenn du den Weg zurück zu dir hier gehst, erfüllt dies einen Zweck. Der Zweck, der letztlich dahinter steht, ist der, dass jeder von beiden die Chance erhält, zu erkennen, wie vollkommen er in Wirklichkeit ist. Und was er noch tut und was ihm nicht mehr gut tut. Also für beide Parteien ist diese Begegnung ein riesiger Gamechanger, wenn man es zulassen kann. Denn der Zeitpunkt dieses Zusammentreffens ist ja nicht willkürlich getroffen. Das Universum, die höhere Macht, Gott, nenn es, wie du willst, hat sich schon etwas dabei gedacht. Denn hier treffen zwei Individuen zusammen, dessen Weg sehr ähnlich ist verlaufen, sich in der Vorgehensweise wahrscheinlich unterscheidet, doch tief in ihnen drin sind sie vollkommen gleich. Dies sieht man jedoch nicht immer auf den ersten Blick, doch auch dies ist schon eine Lernaufgabe. Erinnern wir uns noch einmal daran, wir alle sind ungetrennte Teile des einen Seins, wir stammen alle aus derselben Quelle. Mit einigen haben wir Verabredungen getroffen, damit wir uns hier unten begegnen, um etwas daraus zu lernen. Entweder um mit Dunkelheit belegt zu werden, dass einem Schmerz wird zugefügt, oder aber einen weiteren Schritt in die Bedingungslosigkeit zu erlangen, zu dem, was wir ja in Wirklichkeit sind. Bedingungslose Liebe, sonst nichts. Doch da wir hier unten sind, auf dieser Erde, haben wir ja all dies vergessen und müssen es jetzt erfahren. Bei einem geht es schneller, bei dem anderen langsamer, bei einigen halt nie. Gerade in Beziehung zu einem Liebespartner erfahren wir Dinge über uns viel schneller, viel direkter, als auf dem Weg mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder den Weg der Erkenntnis in der Stille und Klarheit. Also sendet uns das Universum genau zu einem Zeitpunkt einen zweiten, an dem es wichtig ist, einen weiteren Schritt zu tun, um zu der bedingungslosen Annahme der Liebe zu gelangen, die wir in Wirklichkeit schon sind, doch wirklich vergessen haben. Es ist jemand wie kein anderer, der dich an deine Grenzen bringt, der dir noch einmal deine schmerzhaftesten Erfahrungen spiegelt, doch auch das Allerschönste in dir zum Vorschein bringt, denn noch nie vorher hast du dich selbst so geliebt wie hier. Es hört sich vielleicht paradox hier an, doch nur so geschieht Wachstum exponentiell. Ein Herauswachsen aus den alten Kleidern, Mustern, Rollen und erlernten Masken. Dies gilt es zu erkennen, und zwar bei dir, in dir,
Die siehst du natürlich auch bei dem anderen. Doch es geht hier immer nur um dich. Wie gehst du selbst hier mit dir um? Was kannst du erfahren in solch einer Verbindung? Da in dieser Welt ja alles wird getrennt, wir erinnern uns, gut, böse, richtig, falsch, oben, unten, dumm, schlau, etc. Dies in Wirklichkeit jedoch nicht stimmt. Denn es ist immer zu jeder Zeit alles gleichzeitig da. Trafen wir hier die Wahl für eine Seite, identifizieren uns dann damit und schließen die andere Seite aus. Radikal. Deshalb schickt dir das Leben dein Gegenteil. Deshalb wahrscheinlich auch der Name Dualseele. Es wird ja oft in diesem Zusammenhang vom Herz- und Kopfmenschen gesprochen oder vom Narzissten und Empathen, vom Stumpfen und Sensiblen, wie auch immer. Ja, und solange wir uns mit einer dieser Rollen identifizieren, wird es auch so sein, dass du diesem einen Weg hier folgst, statt die Ganzheit in allem zu sehen. Denn in Wirklichkeit sind wir sowohl das eine als auch das andere. Wir wollen es nur nicht sehen oder wahrhaben, denn dies ist, kann wahrscheinlich schmerzhaft sein. Dieser Blick in den Spiegel, den ich mir selbst nicht zutraue oder weil ich es ablehne, Dinge an mir zu entdecken, die mir vielleicht nicht gefallen. Ich will sie nicht annehmen, nach Hause holen, lieber verdrängen. Doch dies geht nicht mehr, schon gar nicht mehr im Jetzt, in einer Zeit, in der die Schwingung immer höher steigt. Und dies soll so geschehen, wenn diese zwei Seelen aufeinandertreffen, denn auf Seelenebene sind sie das Yin und das Yang. Beide sind alles und sind sich so gleich, dass es dich gruseln kann. Es geht darum, alles, was sich zeigt, zu hinterfragen, jede Angst, die dort sitzt, zu spüren, jeden Vergleich, jede Bewertung, jedes Urteil, jede Erwartung, die ich oder besser mein Verstand an das Leben oder den Partner hier stellt. Auch wenn es jetzt in dir schreit, was? Ich bin hochsensibel, ein Empath. Was hab ich mit einem Narzissten gemeinsam? Nein, so bin ich nicht. Ach, ist das wirklich so? Ich kenne Hochsensible, da bleibt mir die Spucke weg, wie sie in der Verurteilung sind. Wie ist das bei dir? Bist du davon weg? Ich selbst bin aufgewachsen unter einer narzisstischen Mutter und einem empathischen Vater. Meine Mutter respektierte nie die Grenzen von mir oder meines Vaters. Mein Vater akzeptierte alles, doch war nicht in der bedingungslosen Liebe zu sich. So setzte er keine gesunden Grenzen für sich und leidete, und zwar ständig. Beides sind Vermeidungsstrategien, um den eigenen Schmerz nicht zu fühlen. Es sind beides Seiten ein und derselben Medaille, die jeder in uns trägt. Weil es hier geht um die Liebe zu sich, zu erkennen und anzunehmen. Der eine respektiert deine Gefühle nicht, weil er seine eigenen nicht akzeptiert und respektiert. Der andere fühlt alles, was der andere nicht fühlen will, und lenkt sich so auch von sich hier ab. Die Aufgabe einer solchen Begegnung soll Klarheit schaffen. Klarheit im Schmerz, dem eigenen Schmerz, sich selbst zu stellen, allen Ängsten, Sorgen, Zweifeln, Verletzungen der Vergangenheit und zu sehen, dass dies alles geschehen musste, um an diesen Punkt zu gelangen, der dir sagt,
Dies ist alles nur entstanden aus den Wirren des Verstandes, diesem ganzen Urteilen, die wir fällen ein Leben lang über jeden und alles und uns selbst, dass sie es sind, die uns straucheln lassen, weil dies ist ja so und das ist so und genau so ist es eben nicht. Es ist sowohl als auch immer, ja immer, denn in Wirklichkeit ist alles polar. Wir sehen immer nur eine Seite der Geschichte, doch nicht die Ganzheit, und wir sind ganz. Und das ist das Geschenk, das uns so eine Beziehung macht, egal auf welcher Seite du stehst. Keine ist besser oder schlechter, keine ist schmerzhafter oder leichter. Für beide Seiten ist es eine riesige Herausforderung. Denn wie gesagt, man spiegelt sich nicht nur all das, was man an sich nicht sehen wollte oder will, sondern auch das Schönste, was es gibt. Das Gefühl der Einheit, des Ganzseins, des Alleinsseins. Bei der Berührung dieser beiden Menschen, Seelen, harmonisieren sich die Energien, schwingen im Gleichklang, gehen so in Resonanz. Frieden stellt sich ein und das Gefühl der absoluten Geborgenheit, der absoluten, bedingungslosen Liebe halt. Obwohl der Verstand uns dies wieder madig machen will, mit seinen Vergleichen und Urteilen und Bewertungen und Erwartungen. Doch wieso kannst du dies alles trotzdem fühlen? Weil es in dir hier ist, weil du es bist. Du bist das Yin und das Yang, das eine, das alles ist. Du bist er und er ist du. Niemand kann dir ein Gefühl hier einpflanzen. Du kannst nur fühlen, was schon in dir ist. Und da Gefühle Energien sind, spielt es keine Rolle, ob du es als positiv oder negativ bewertest. Denn dies ist ja wieder nur ein Urteil des Verstandes. Deshalb sei dankbar für jedes Gefühl, das du fühlst. Das, was du bist, ist bedingungslose Liebe. Punkt. Alles andere entspringt den kranken Gedanken des konditionierten Verstandes. Lass ihn los. Nimm einfach nur wahr, was jetzt gerade da ist. Trauer, dann weine. Schmerz, dann schreie. Wohlwollen, dann sei freundlich allem gegenüber. Doch glaub nicht, ein anderer sei an irgendetwas schuld. Und hab keine Scham, dir es selbst einzugestehen, dass es in der Vergangenheit halt so war. Denn darum sind wir hier, Erfahrungen zu machen und zu erkennen, dass wir diese nicht sind. Dass in uns steckt das Schönste, was es gibt, denn das ist es, das wir sind. Schon immer waren und immer werden sein. Ob ein Zweiter dabei ist oder nicht, du bist. Wie alles, das hier ist. Liebe, sonst nichts. Danke.